Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zum Gartenrundgang Juni. Es hat sich viel geändert, heute der Gartenrundgang am heißesten Tag des Jahres. Wir haben 8 Uhr und schon 24 Grad, es ist echt warm und es soll heute hier bis auf 31, 32 Grad hochgehen. Wir haben heute Samstag, den 18. Juni und morgen, wenn das Video online kommt, am 19. Juni, da habe ich Geburtstag und werde 22 und Mittwoch am 22. da fliege ich ja nach Gran Canaria für meinen Sommerurlaub und deswegen ist das leider auch schon das letzte Video für den Juni. Aber wir machen heute nochmal einen richtig schönen Gartenrundgang, es hat sich so viel getan, so viele Früchte, unser Gemüsestand steht, den zeigen wir euch gleich mal direkt. Aber weil es heute so warm werden soll, müssen wir jetzt erstmal alles kräftig wässern und da Tipp von mir, am besten in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Am besten sogar noch morgens, weil dann heizen sich eure Pflanzen gar nicht erst so weit auf. Aber auf keinen Fall in der Mittagssonne gießen. Man hört das ja immer wieder, aber der Tipp von mir noch, warum nicht? Ja, wenn die Pflanzen super warm sind, ist einfach eine Stressreaktion. Aber am besten auch morgens gießen, weil, jetzt kommt nämlich der Punkt, Pflanzengewebe stirbt ab 42 Grad ab. Und dann ist es natürlich so, wenn die Pflanze sich auf 42 Grad erhitzt hat, dass die Pflanze Sonnenbrand kriegt oder Wachstumsstopp, und das wollen wir natürlich nicht. Also morgens schon mal gießen, dass sie sich gar nicht erst so sehr aufheizen. Abends, ja, ist immer auch möglich, weil die Sonne nicht mehr so stark drauf scheint, aber eure Pflanzen sind trotzdem noch so warm und erhitzt, dass ihr am besten einfach morgens gießen könnt. Und das haben wir jetzt gerade auch schon hier gemacht, aber ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Und als erstes schauen wir uns mal meinen neuen Gemüsestand an, oder? Viele haben mich mal gefragt, ob ich einen kleinen Blick von weiter weg auf den Garten werfen kann. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal so hier von der Übersicht. Da hinten stehen die Hochbeete. Da ist unser Misthaufen mit Pferdemist. Und da ist der Erdhügel, wo die Tabakpflanzen draufstehen. Dann haben wir hier unser Gemüsebeet, ungefähr 400, 450 Quadratmeter. Ein normales Gewächshaus, ein Folientunnel und dahin ein Gewächshaus aus Glas. Hier, da haben wir so eine Wildwiese wachsen lassen. Da ist die Firma Heilen, der gehört das ganze Grundstück hier und wir dürfen hier netterweise den Garten bewirtschaften. Also nochmal Dank an dieser Stelle. Hier haben wir dann so Rasen, den wir auch immer mähen, also den wir relativ kurz halten. Hier in der Blühwiese, da haben wir auch nochmal Gelbsenf und sowas mit reingeschmissen. Da hoffen wir, dass der auch bald kommt. Ja, und dann rechts hier, da befindet sich das Gartenhaus. Und vorne zur Straße hin, da haben wir die Streuobstwiese. Und da sieht man auch schon den Gemüsestand, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, hier ist der Parkplatz der Firma Heilen und wenn man sich hier umdreht, da kann man direkt in meinen Garten reinschauen. Hier steht das Felix Hobbygarten Banner dran. Unterstützt von Floragard, herzlichen Dank. Dann haben wir hier die ganzen Beerensträucher und die Obstbäume. Und hier direkt am Anfang, immer wenn wir im Garten sind, machen wir unseren Gemüseverkaufsstand auf. Ich habe euch den ja schon in einem kurzen YouTube-Short, also in diesen Kurzvideos vorgestellt. Zumindest gezeigt. Und ja, jetzt hier nochmal von nahen, das ist einfach Palettenholz zusammengenagelt. Das hat der Vater von meiner Freundin gemacht, also auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Und einfach mit Palettenholz und dann ist er einmal mit einem Flammer drüber und hat das Ganze noch so schön ein bisschen haltbar und optisch besser gemacht. Finde ich sehr cool, die Idee auch hier hinten mit der Ablage nochmal. Dann hier eine Etage und unten eine Etage, da können wir einiges an Gemüse anbieten. Ja, Obstbaumwiese in diesem Jahr nicht ganz so besonders. Manche Bäume, die sehen hier gut aus. Das hier ist zum Beispiel die, ist es die Mirabelle? Ja, es ist die Mirabelle, den nennt sie. Die sieht noch recht gut aus dahin, die Mirabelle auch. Aber dann haben wir hier so Bäume dabei. Die sind noch alle angefressen worden von den Hasen. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt, aber die sind in diesem Jahr einfach super dünn bewachsen. Vielleicht auch zu wenig Wasser. Aber vielleicht erkennt das ja jemand von euch hier an den Blättern. Das ist nicht wirklich viel. Dann gehen wir hier weiter in den Garten rein und direkt, wenn wir nach rechts gehen, haben wir weitere schöne Pflanzen. Und zwar haben wir hier am Zaun entlang Wein. Unser Wein, der kommt jetzt hier wieder, der treibt gerade neu aus. Der kommt aber immer erst sehr spät. Und dann haben wir hier zwei neue Weinpflanzen. Haben wir irgendwann im Frühjahr mal hier neue Obstbäume und so bestellt, da waren die dabei. Ja, hier Kiwi, kann ich leider auch nicht sagen, was die hat. Wahrscheinlich vertrocknet, obwohl wir echt regelmäßig gegossen haben hier. Wahrscheinlich werden die uns jetzt im ersten Jahr alle vertrocknen, aber ich hoffe, im nächsten Jahr werden die besser wachsen. Hier ein bisschen mehr im Schatten, die Kiwi, die sieht noch besser aus. Und dann hier
Auch hier, wir gießen immer echt viel, also wir gießen das Loch immer voll, aber die Feige hat auch so runtergelassene oder runterhängende Blätter. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach alles sehr trocken in diesem Jahr. Und heute habe ich ja gesagt, 30 bis 32 Grad vorhergesagt. Macht das Ganze natürlich nicht besser. So, dann gehen wir hier weiter. Wie gesagt, hier Gartenhütte, Streuobstwiese und da hinten schauen wir jetzt mal in die Gewächshäuser. Ich vergesse es in den Videos ja immer wieder zu sagen und euch dazu aufzufordern. Und man vergisst wahrscheinlich selber auch beim Videoschauen immer. Aber ihr könnt diesen Kanal ganz einfach kostenlos abonnieren. Macht das einfach unterm Video, denn dann verpasst ihr kein weiteres Gartenvideo mehr von mir. Ihr unterstützt damit mich. Das Ganze ist kostenlos und ihr könnt euch ja meine Videos immer anschauen. Ihr werdet benachrichtigt. Würde ich mich sehr drüber freuen, über die Unterstützung. Und jetzt schon mal wirklich ins Gewächshaus. So, und ich muss ehrlich sagen, das Gewächshaus hier, das ist am nächsten am Ertrag dran. Also hier werden wir schon die ersten großen Ernten machen können. Und schaut euch mal diese große Blockpaprika an. Das ist echt Wahnsinn, wenn ich meine Hand mal daneben halte. Echt groß. Dann haben wir hier Spitzpaprikas, jede Menge dran. Hier kommen noch mehr Blockpaprikas. Da haben wir schon die ersten Snackgurken, ziemlich fertig. Hier bei den Zitronengurken, bei der kommt noch nichts. Hier haben wir aber schon eine Zitronengurke dran. Hier ist eine ganz normale Salatgurke dran, die ist schon richtig groß. Die mexikanischen Mini-Gurken, die bilden hier die ersten. Und auch die Physalis, zweimal die Goldita und einmal die Schönbrunner Gold, haben schon echt viele Lampions dranhängen. Die brauchen ja immer eine Weile, bis die gelb werden und ausreifen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und mit den Gurken da unten, das ist wirklich Wahnsinn, wie gut die wachsen. Die haben wir hinten an einem Zaunelement hochranken lassen. Boah, Leute, und ich sag euch, es ist jetzt schon bestimmt über 30 Grad hier drin. Echt nicht aushaltbar. Deswegen machen wir mal direkt hier weiter mit diesem schönen Anblick. Und zwar ist das eine Wassermelone. Und zwar die Wassermelone Mini Love 1. Und zwar haben wir hier noch eine zweite und hier drin die dritte. Und die sind teilweise schon in einer ordentlichen Größe. Hier bei den Zuckermelonen, da habe ich leider noch keine Frucht gesehen. Und ich bin auch ehrlich, ich habe noch nie eine Zuckermelone geerntet. Obwohl, doch, hier sehen wir, da kommt die erste auch dran. Ich bin gespannt. Wassermelonen habe ich selber in meinem Garten zu Hause schon mal früher geerntet. Aber Wassermelonen noch nicht. Und die kommen hier immer weiter. Sehr viele Wassermelonen. Hier auch die Paprikas, die sehen sehr gut aus. Das ist übrigens meine eigene Sorte. Ich sage immer, meine eigene Sorte ist es nicht, aber die mit meinem Gesicht drauf auf der Saatguttüte, die Paprika Kira. Davon haben wir 8 Pflanzen. Und ja, jede, die trägt schon sehr beachtlich. Und ich freue mich auf jeden Fall da auf eine große Ernte. Erdnüsse haben wir hier. Und die sind zwar ein bisschen angefressen, aber es sind noch sehr viele Blüten dran. Und auf die kommt es natürlich an. Die senken sich in den Boden und bilden die Erdnüsse. Hier sieht man auch direkt den Übeltäter. War wohl ein Hase hier im Folientunnel. Und ja, ansonsten die Paprikas sehen auch schon sehr gut aus. Überall sind welche dran. Chilis, da werden sogar schon die ersten gelb. Und da schon gelb-rot. Sieht sehr gut aus hier. Bin gespannt, was ich bald noch alles ernten kann. Und jetzt gehen wir mal ins Tomatengewächshaus. Ja, und die hängen so voll, die Tomaten teilweise schon, dass sie auf dem Boden hängen. Sehr viele schöne Tomaten schon dran. Hier ist eine Freilandsorte, die Dorenia. Wir haben die alle so an diesen Tomatenhaken hochgebunden. Das klappt immer ganz gut. Die hängen wir einfach hier oben rein und binden die dann darauf auf. Finde ich immer besser als die Stäbe. Und ist natürlich auch sehr viel nachhaltiger und auch einfacher, weil diese Stäbe sind, finde ich, sehr unhandlich. Diese Spiralstäbe muss man die Tomaten immer drauf aufdrehen und das klappt hier deutlich besser. Wir haben zwar auch Tomatenclips da, aber die nutzen wir im Freiland. Da können wir mal direkt drüber schauen. Denn hier haben wir 35 Tomaten im Freiland. Hier werden wir nachher mit Holzstäben und den Clips arbeiten und die Tomaten anklippen. Ja, dann geht es hier weiter. Kolben, hier so ein Zuckermais. Wahnsinn, wie groß der Mais schon geworden ist. Und auch die Hirse, die Kolbenhirse, sieht recht gut aus. Für täglich Bilder aus meinem Gemüsegarten folgt mir gerne auf Instagram @felixhobbygarten.
Dort lade ich jeden Tag ein bis zwei Bilder aus meinem Garten hoch. Alles nur aus der Nahperspektive. Hier schwenken wir nur einmal drüber. Aber wirklich viele Gartenbilder kommen dann auf meinem Instagram-Profil online. Also einfach mal reinschauen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ihr seht täglich ja immer, was ich so ernte. Und das kann ganz schön spannend sein. Ja, hier dann die Kartoffeln, die haben sich Gott sei Dank ein bisschen erholt. Die haben auch hier jetzt in der letzten Zeit geblüht. Jetzt fallen die Blüten so langsam ab. Aber die haben sich echt erholt. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Wasser. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr gewässert. Und das hat ganz gut geholfen. Hier kommen jetzt die Zuckererbsen und die Buschbohnen dazu. Das Gemüsezwiebel-Exhibition geht einmal hier 10 Meter durchs Gemüsebeet durch. Ja, und hier am Ende auf der anderen Seite, da haben wir noch einmal Porree, Salate und hier stehen noch zwei Maispflanzen mit drin. Die dachte ich eigentlich kommen nicht, aber sind doch noch gekommen. Ja, und dann stehen hier die 35 Freilandtomaten. Wenn wir rüber gehen, haben wir die Blühwiese, die erste. Dann in der Mitte den Durchgang mit den Kartoffeln und hier die Blühwiese, die sieht aber schon deutlich besser aus. Da habe ich auch ein paar Bilder auf Instagram hochgeladen, also wenn ihr möchtet, schaut gerne mal bei Instagram rein, dann verpasst ihr nicht, was hier alles so im Garten wächst. Außenrum, da sieht man direkt das schöne Beispiel, hier eine schöne Hummel dran gewesen. Einmal komplett außenrum an unserem Beet geht Phacelia, Bienenfreund, ja. Und unter dem Netz sieht man vielleicht ein bisschen, kommt schon der ganze Kohl. Aber den müssen wir auch wirklich abdecken, sonst ist der nach einem Tag leider wirklich von den Hasen abgefressen. Und ich habe gerade beim Gießen in die YouTube-App geschaut und mich sehr gefreut, denn wir haben passend zu meinem Geburtstag, haben wir jetzt die 9000 Abonnenten geknackt. Und wirklich ein großes Dankeschön an jeden, der mich damit unterstützt und ganz einfach auch regelmäßig meine Videos schaut. Also nochmal herzliches Dank und ich habe viele Kommentare bekommen, woher ich die schöne Blühwiese in meinem Garten habe. Die ist von Samaus Knieke, ein schönes, auch regionales und örtliches Saatguthaus mitten in der Braunschweiger Innenstadt, was ich gerne unterstütze. Falls ihr noch Saatgut braucht, zum Beispiel auch Gründünger oder alles für den Garten, einfach mal oben in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich für euch Samaus Knieke verlinkt. Stattet dem mal gerne einen Besuch ab und ja, weiter geht's mit dem Video. Ja, an dieser Stelle endet unser Garten und hier fangen wir dann immer an mit den Hochbeeten. Hier ist zum Beispiel Kohlrabi drin, insgesamt 7 Stück und die wachsen alle doch recht gut auf engem Raum. Hier haben wir dann Kräuter drin, hier kommt Vogelmiere für meine Wellensittiche, hier nochmal Kräuter, Pfefferminz ist wirklich sehr groß geworden und hier auch der Lavendel, der blüht sehr schön. Kommt die Tage auch ein Instagram-Bild zu online. Und ja, hier, ich weiß nicht, ob man das so genau sieht, aber da sind schon die ersten Zucchini dran. Wenn der Rasensprenger gleich vorbei ist, dann springen wir mal ganz schnell hin. So, einmal schnell über den Zaun. Um euch dieses Exemplar hier zu zeigen, Zucchini-Sorte Kurkuzelle. Und Zucchini haben wir hier auf diesem Stück um die 15 bis 20 Pflanzen. Ich weiß, es ist sehr viel, aber wir bauen das Gemüse ja nicht nur für uns an, sondern auch für ja, alle hier aus der Gegend. Und da kommt natürlich dann schon was zusammen. Also hier sind ganz viele Zucchini, Kürbisse und Gurken. In der Mitte ist auch nochmal eine Reihe Paprika. Und ja, hier der schöne Blühstreifen im Hintergrund. Ja. Schauen wir mal hier rein. Schöne Buschbohnen, Big Borlotto. Die wurde mir von Hölscher empfohlen, da war ich ja, die sollte ich mal mitnehmen, bin ich gespannt. Wachsen hier mit Möhren in der Mischkultur. Hier noch ein bisschen Salat für meine Wellensittiche. Hier, da kommt tatsächlich auch nochmal Pflücksalat. Den brauchen wir sehr viel. Und hier kommen dann Radieschen. Da sieht man sogar schon, will das erste Radieschen keimen. Hier ganz spannendes Experiment, Rhabarber mal in einem Hochbeet. Für manche ist es Verschwendung, aber wir haben dieses schmale Hochbeet hier über gehabt. Da haben wir das einfach mal ausprobiert. Und hier die Erdbeeren, auch schon viele dran, viele Blüten. Hier nochmal Salat und Vogelmiere. Und dann sind wir auch schon wieder beim Pferdemist angelangt. Und so sieht das Beet aktuell aus.
Ja, und das war's jetzt auch schon mit dem Gartenrundgang im Juni. Und leider war das auch schon das letzte Video für den Juni. Denn wie gesagt, heute Geburtstag, Mittwoch dann nach Gran Canaria. Dann wird das nächste Video wahrscheinlich Gärtnern auf Gran Canaria sein. Oder vielleicht machen wir dort auch noch eine Saatgut-Shopping-Tour. Ich bin mal ganz gespannt und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sommer. Wir machen jetzt 3 Wochen hier Sommerpause auf diesem YouTube-Kanal und dann geht es wieder weiter mit vielen Gartenvideos. Da wird sich wahrscheinlich schon wieder viel getan haben. Es wird viel zu ernten sein. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Bis demnächst und ciao.